Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen Mohn-Käsekuchen oder Käse-Mohn-Kuchen. Ich kann mich bei dem Namen... Käse-Mohn hört sich schön an. Käse-Mohn hört sich schön an. Okay, einen Käse-Mohn-Kuchen. Nein, haben sie. Ich finde, Mohn-Käsekuchen ist stimmiger. Nein, okay. Okay, ihr könnt entscheiden und wir ändern dementsprechend dann den Titel. Also, heute gibt es jedenfalls einen Kuchen, der beinhaltet etwas Mohn in einem Käsekuchen. Der sieht so hübsch aus. Es gibt halt auch wirklich klassische Mohn-Käsekuchen. Dann ist dann so eine dicke Mohnschicht und dann eine Käsekuchenschicht. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich das hübscher gestalten? Und das zeige ich euch heute. Wir machen jetzt nämlich zuallererst einen Mürbteig und danach kommt schon die Mohnmasse. Wir verkneten jetzt in einer großen Schüssel Mehl, Zucker, eine Prise Salz, Butter und ein Ei und das macht ihr einfach mit den Händen. Bei mir ist es so, dass die Butter weich ist, deswegen geht das alles auch ein bisschen einfacher. Und sobald ihr einen festen Teig erhaltet, einfach hier in Frischhaltefolie wickeln, so ein bisschen flach drücken und dann für eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben. In der Zeit lösen sich die Zuckerkristalle auf, das Ganze wird ein bisschen fester und dann können wir weitermachen. So, während der Mürbteig im Kühlschrank vor sich hinkühlt, machen wir schon mal die Mohnfüllung. Und dafür habe ich hier Blaumohn, einfach 30 Sekunden im Mixer mixen, damit der einfach nur ein bisschen feiner wird. Und den müssen wir jetzt aufkochen und quellen lassen. Dafür gebe ich den Mohn einmal in meinen Topf, der Herd ist jetzt gerade noch aus. Dazu gebe ich etwas Zucker, weil ich finde, Süße gehört da auch noch mit rein. Und ein bisschen Milch und dann kochen wir das auf und lassen das köcheln für ungefähr 2 Minuten, aber nicht länger. So, jetzt habe ich den Herd nach 2 Minuten ausgeschaltet. Jetzt gebt ihr Butter dazu. Das macht das Ganze dann später ein bisschen geschmeidiger. Und die darf dann in der Resthitze schmelzen. So, und anschließend gebe ich einfach nur den Deckel drauf. Und dann arbeitet der Mohn quasi vor sich hin, quellt auf. Und dann brauchen wir das später erst wieder. Wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Mürbteig. Den Mürbteig dann mit den Händen ganz kurz geschmeidig kneten und dann kleiden wir einen 26 cm Tortenring mit dem Teig aus. Ihr macht es am besten so, 2 Drittel kommen auf den Boden und 1 Drittel auf den Rand, an den Rand. So. Und da werde ich jetzt den Boden mit einer Gabel einstechen, einfach damit der nicht hoch geht gleich nach dem Backen. Und dann kühle ich den nochmal bis zur Weiterverarbeitung. So, und jetzt rühren wir eine Käsekuchenmasse zusammen auf Quarkbasis. Da habe ich hier Quark auf Magerstufe. Ihr könntet auch einen nehmen, der mehr Fett hat, aber meiner Meinung nach ist das nicht nötig, weil wir sowieso noch Fett dazu packen, also Öl. Und das verrühre ich jetzt ganz einfach miteinander, ohne Maschine, einfach nur mit dem Schneebesen. Ja, man kann es mit der Maschine auch machen. Man könnte, ja, das geht auf jeden Fall. Also ich würde Maschine benutzen. Ja, ich glaube auch. So, Zucker und Vanilleextrakt passt auch sehr gut. So, hier könnt ihr Sonnenblumen oder Rapsöl benutzen. Hauptsache irgendwas Neutrales. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob du das jetzt ja zu kippen reinpackst. Es ist randvoll, aber es ist nichts daneben gegangen. Hast du nochmal Glück gehabt, du. Jawohl. So, und die Milch dazu. Für die Bindung kommen da noch Eier hinzu und Stärke. Und die Stärke siebt ihr bitte. Und dann ist die Käsekuchenmasse fertig. Falls ihr euch wundert, wo stehen denn die ganz genauen Mengenangaben? Unten in der Videobeschreibung einfach screenshotten und ab zu Kaufland. So, und ich mache jetzt hier Folgendes. Ich gebe jetzt von meiner Mohnfüllung, die darf ruhig noch lauwarm sein, das ist nicht ganz so schlimm. Da gebe ich jetzt fast alles auf den Boden meines Mürbteigs und hebe aber 2 Esslöffel auf und da kommt dann gleich die hübsche Deko. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf.
Jetzt wird's lustig. Jetzt nehmt euch einfach ein Messer. Sieht aus wie eine Kuh. Ja, noch sieht's aus wie eine Kuh. Und jetzt machen wir Swirls rein. Ganz unregelmäßig. Ah! Ja, das ist wie eine Therapie. Jetzt verstehe ich. Das ist wie eine Leinwand, auf der ihr zeichnet. Ich finde das so hübsch. Also ich finde es so ästhetisch. Das wäre doch auch mal ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Jetzt mal ehrlich, oder? Würdest du dich freuen? Da war auf jeden Fall Picasso am Werk. Auf jeden Fall. Also ich backe das Ganze jetzt, also direkt in den vorgeheizten Backofen geben, bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für 50 Minuten, Maximum 55, was ich aber nicht glaube. Bei mir braucht er immer 50 Minuten. Und dann sehen wir uns nach dem Backen wieder. Tüdelü. So, nach dem Backen ist es wichtig, dass ihr euren Kuchen komplett auskühlen lasst und wirklich nochmal für 2-3 Stunden, gerne auch über Nacht, in den Kühlschrank gibt. Das liegt einfach daran, dass die Masse dann richtig schön fest wird. Jetzt schnappe ich mir meinen Backformlöser und löse ganz vorsichtig erstmal die Torte vom Tortenring. Und dann nehme ich mir meinen Tortenretter und gebe das auf eine schöne Platte. Also wenn ihr Käsekuchen mögt, dann müsst ihr den unbedingt mal ausprobiert haben, gerade in Verbindung mit dem Mohn nochmal sehr abwechslungsreich. Und auch die Masse ist sehr, sehr cremig und dann kommt dieser Mohn noch dazu. Super Kombination, unbedingt nachmachen. Und falls ihr das danach gemacht habt, gerne auf Instagram posten, dann könnt ihr mich taggen, dann schaue ich mir das an, reposte euch. Und ansonsten schreibt mir gerne einen Kommentar, wie euch das Rezept gefallen hat. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss, eure Kiki.